Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Unity. Wir machen direkt mit der nächsten Hauptmission weiter. Wo wir letztes Mal eine Pause eingelegt haben. Nun gut, Lafreniere. Wo versteckt ihr euch? Na, das lässt sich doch leicht rausfinden, oder? Pistolenkills, 3. Ja, super, das werde ich wohl halbwegs einfach hinbekommen, schätze ich mal. Ey. Du bist schon arg dämlich, Junge. Hey, hört auf mich zu nerven, ich habe euch doch gar nichts gemacht. Ich bin noch nicht mal im Sperrgebiet. Was wollten ihr von mir? Ich kann dir die Pistolenkills auch gleich besorgen, wenn du dich weiter so aufführst. Mann. Ich hab das Gefühl, dass es schwer werden könnte, hier hochzuklettern. Kommt man da drüber? So kommt man da hoch. Na, hopp, weiter nach oben. Wir nehmen den Dacheingang. Falls es einen gibt. Ich hoffe einfach mal, dass es einen gibt. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht so aus, als würde es den geben. Aber wir können ja mal wenigstens versuchen hoch... Vielleicht irgendwie in der Mitte rein oder so? Da ist so ein Kran. Vielleicht. Nee. Ich habe nicht das Gefühl, dass das geht. Leider habe ich nicht das Gefühl, dass das funktioniert. Vielleicht gibt es ja ein offenes Fenster. Weil ich nehme einfach den Vordereingang. Muss ich zwei Pistolenkills machen. Okay. Ja, ist gut, komm, lass mich. Oh. Hier? Nee, doch nicht. Sah so aus, als würde es da reingehen. Da auch nicht. Hier auch nicht. Da kann es reingehen. Ja, es gibt bestimmt irgendeinen Weg. Die halten ganz schön was aus, die Jungs. Du verlierst dein Tempo, oder was? Deine eigene Mutter wird dich nicht einer weniger. Oh, verdammt, macht der viel Schaden mit seiner Kackpistole. Was soll das denn, ey? Na gut. Mach was anders. Und er hatte doch nicht nachgeladen. Ich wusste es. Ich wusste es. Dieser blöde Arsch. Diese Kackpistole. Er hat nicht nachgeladen. Ja, hier unten ist ein scheiß Heuhaufen. Wie wär's mal mit reinspringen? Mein Gott, schieß dich wieder an. So, guten Tag, die Herren. So. Einmal nachladen, bitte. Danke. Kann doch nicht so schwer sein. Mann. Rauchbomben. Was hab ich denn so? Betäubungsbomben, Kirschbomben, Rauchbomben. Ach, bleiben wir mal bei den Rauchbomben. Wieso nicht? Jo. Schön, wie sich das hier alles präsentiert.
Warum sind denn jetzt auf einmal drei? Gerade eben stand noch nur zwei Wache. Tja. Ach, lassen wir die am Leben, was soll's. Soll mich nicht groß stören. Ich glaube, ich muss eh hier rein, oder? Ja, hier rein. Sieht halbwegs richtig aus. Das ist eine sehr beunruhigende Menge Waffen. Was nützt ein Dach, wenn es nicht mal den Lafreniere scheint etwas Großes zu planen. Soll ich mich um die kümmern? Ich bilde mir doch nichts ein. Ich muss dich sprechen. Was zum Teufel soll das alles? Vergnüglich, Zack! Wo ist die Kacklocke? Ich finde dich. Es gibt keinen Entkommen. Ja, mach halt. So, hätten wir das auch erledigt. Kopfschuss mit der Phantomklinge. Und noch eine Glocke weniger. Wo sollen wir die denn? Das mit der... Man muss schon mal sagen, dass das leicht verwirrend ist. Mit... Mit der Adlersicht teilweise. Das muss man mal so erwähnen. Wie komme ich da hoch? Da komme ich lang, dann muss ich hier hoch, ne? Ja. Gehen wir doch da einfach mal ein Stückchen nach oben. Schauen uns mal hier oben um. Ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass wir irgendwo hier hoch müssen. Aha. Aha, aha, aha. Na dann. Was steht denn in den Büchern? Oh mein Gott, die Handschuhe. Was immer er plant, es ist groß. Und nun weiß ich, wo ich euch finde, Großmeister. Ich muss dir mal überlegen, ich habe maximale Details für die Texturen an und es sieht so scheiße Vielleicht aus. Vielleicht etwas unsicher, die so einfach hier rumliegen zu lassen. Die Pulverlager, sie wird auch gehen! Nein, selbstverständlich kann es nicht einfach sein. Was? Man hätte es ja auch nicht vorher machen können, ne? Hä? Wo soll ich denn hier hin? Ach, da. Da ist doch einer. Jo. Links? Rechts? Links. Sieht gut aus. Oh. Unfein, unfein. Kann ich dazu nur sagen. Vielleicht hätte ich das lieber mal geplant. Vielleicht hättest du das lieber mal, ja? Komm. Hoch mit dir. Ach, sonst kannst du dich an jeder noch so kleinen Ecke festhalten. Jetzt brauchst du die komischen Balken, oder was? Mein Gott, stell dich nicht so dumm an. Und hoch. Ob das Ding hier wohl zerstört bleibt. Na komm, spring rüber. Also ich würde mich ja lieber mit zwei Händen festhalten, als irgendwie...
da groß rumzuklettern. Aber das ist nur meine Meinung. What the what? Okay, ich stelle mich mal wieder super dämlich an, so wie es aussieht. Ah ja, hier. Komm. Oh super, ich habe es nicht geschafft, alle Objekte zu über- oder unterqueren. Danke dafür. Ja, bloß nicht auffallen. Gut. Ich habe immerhin 2 Punkte bekommen. Das ist jetzt schon mal... machen wir das später irgendwann nochmal. Das muss jetzt nicht sein, dass ich das jetzt nochmal wiederhole. Das kann man auch irgendwann anders machen. Heute Mission erneut zu spielen, optionale Herausforderungen zu vollenden. Ja, machen wir dann, wenn es so nötig ist. Jetzt... gehen wir erstmal einkaufen. Okay, du behauptest, meine Waffen wären voll? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Tut mir leid. 8 Kugeln. Achso. Feuerwaffe, 5 von 5. Naja, gut, na gut. Wo müssen wir denn hin? Nach da drüben. Na, da können wir doch kurz hinlaufen, oder? Das ist ja nicht allzu weit weg. Ja, genau. Genau das wollte ich auch. Das hast du so gut. Bist du ein Royalist? Werft ihr mir eigentlich vor? Halt den Mund. Ich frage mich gerade. Keinen Schritt weiter. Fort! Mein Gott, was ist denn hier los? Ob ich die Koop-Missionen auch aufnehmen soll oder nicht? Die ganzen kleinen Missionen und sowas, weil... weiß nicht, die sind meistens ja nicht sonderlich interessant. Die Gruppenmission vielleicht noch, aber die kleinen Zwischenmissionen, diese Attentatsmissionen, die sind echt, laufe dahin, töte Ziel X, fertig. Das ist irgendwie so halbwegs sehr uninteressant. Deswegen tendiere ich dazu, die einfach mal so zu machen, ohne sie aufzunehmen. Aber naja. Jo. Oh, da kriegen wir Anus maßgeschneiderten Mantel. Na, dann würde ich mal sagen, auf geht's. Es kommt Verstärkung, bevor der Meister hier eintrifft. Wir werden Schützen postieren. Hier steht alles. Erledigt das. So gute Augen hätte ich auch gerne von da oben. Sollen wir mit ihnen gehen? Mit der Leibwache des Meisters? Die kommen schon alleine klar. Schätze, du hast recht. Ich suche mir mal ein schönes Versteck, bevor der Rest von denen eintrifft. Oh Gott, guckt euch mal die Texturen hinten auf der Kirche an. Sein einziger Matschebrei. Das ist nicht sehr schön. Das Gebiet erkunden, für Gelegenheiten sorgen. Okay, wir haben 4 Zugänge, 5 Verstecke, 4 Alarmglocken und 42 Wachen. Nun gut. Okay, also der Heuhaufen ist unser Auslöser sozusagen. Wir kümmern uns jetzt aber erstmal um alle Alarmglocken und um die paar Wachen, die hier schon rumstehen. Einige Friedhofswärter haben mehr gehört, als sie sollten. Sie sind in den Katakomben. Also muss die Leibwache des Meisters sie rausholen? Hat mir übertrieben. Die Bastarde wehren sich, sitzen fest wie Zecken. Sie sollten besser tot sein, wenn der Meister eintrifft. Ich will nicht, dass er angreifbar ist. Oh! Etwas... Lass ich das! Stirb!
Zu langsam! Hau da ab! Ja. So, hätten wir das erledigt. Bleiben noch zwei Alarmglocken. Aber nicht mehr lange. Die sind auch bald weg. Ich will mehr. Oh, guck mal, da sind ein paar Kisten. Hä? Was? Wie willst du mich denn gesehen haben? Kommt der hier rüber gehüpft, oder was? Nein, da will ich nicht hin. So. Schon besser. Ach komm, du kriegst eine Phantomklinge, gutes. Das müsste doch eigentlich reichen, oder? So, wo ist die Kackglocke? Nein, nein. Hä? Ich war doch gerade noch um die Ecke, wie bin ich jetzt so schnell darüber? Ach, egal. So, hier ist die Glocke. Die Kiste können wir leider noch nicht aufmachen, da wir noch nicht Schlösserknacken 2 haben. Das kriegen wir erst nach dieser Sequenz. Hoffentlich. Hier steht genau, wo Lafreniere sich zu welchem Zeitpunkt aufhalten wird. Noch leichter hätten sie es mir kaum machen können. Hab ich dich. Und dann holen wir noch die Jungs da unten raus. In diesem Gebiet gibt es keine Alarmglocken. Verdammt nochmal! Einsprechender Misthaufen! Nun, jetzt genug! Verschwind jetzt los! Versuch doch mal still, du Schwein! Stimmt weh! So. Ich sammle die anderen. Wir halten hier die Stelle. Und decken euren Rückzug, wenn es sein muss. Was soll der Lärm? Und damit müssten wir die alle erledigt haben, oder? Die ganzen Gelegenheiten, die sich hier uns ergeben haben. Wo ist eigentlich diese Kokarde? Ah, da oben. Dann können wir sie vielleicht doch noch holen. Cool, der Weg, wie er eingezeichnet wird. Grandios. Ja, lasst mich mal ganz kurz da hoch. Da habe ich vielleicht auch einen etwas besseren Überblick und dann suche ich mir einen Heuhaufen, der gut gelegen ist. So. Also da. 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 Da auch? Komm, mach hier hinne. Ne, da nicht. Da unten drin. Da hat's nur einen Heuhaufen. Ist kein Heuhaufen direkt am Weg, so wie es aussieht. Oder? Hier wäre einer, da wäre einer. Hier wäre noch ein Heuhaufen relativ in der Nähe. Aber sonst? Gut, dann nehmen wir den. Der ist doch so kuschelig wie kein anderer. Ab da rein. Warten. Okay. Ich liebe es, wenn mein Ziel zu mir kommt. Ich auch. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Halt! Bleib da stehen! Halt! Ja, du Bürger! Die Wahrheit ist in Gefahr, meine Brüder. Sie wird bedrängt von allen Seiten. Jakobiner legten sie auf die Streckbank, vergewaltigten sie für ihre populistische Propaganda.
Soldaten mischen sich unter das Volk und versprechen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Bastarde! In unserem eigenen Orden fordern falsche Brüder, dass wir die Wahrheit verleugnen und verbünden sich mit eben jenen, die wir bekämpfen. Und immer, wurde auch Zeit, dass wir gegen diese Bastarde vorgehen. In ihren Schatten und warten auf ein Zeichen der Schwäche. Verräter! Unsere Feinde glauben, uns die Waffen zu nehmen, beraube uns unserer Macht. Ich denke, dass die Verfechter der Wahrheit nicht so leicht zu besiegen sein werden. Bremser! Einheit! Ich frage Sie, deine Freche! Zuhut! Haltet euch bereit, Brüder! Heute ist die Wahrheit auf unserer Seite! Zu langsam! Ach, da oben sind Schützen. Kommt hier noch irgendwo einer? Man könnte sein Glück da oben versuchen. Ich weiß nicht, ob der Vorsprung als Deckung zählt. Die Männer kennen ihre Pflicht. Die Bastarde entkommen uns nicht. So, ich muss mir noch irgendeinen aus der Deckung krallen. Und dann ist alles gut. Vielleicht den hier. Nein? Doch. Sitzt dir die Hose etwa zu eng? Sitzt dir die Hose etwa zu eng? Dein Mann gehört mir! So. Ich höre doch keine Was Geräusche. Ist denn hier? Zurückhaltung werden dich das Leben kosten. Wir kriegen sie. Als erst. Du wirst du bezahlen. Es gibt keinen Kopf. Ich reg dich um. Hallo. Irgendwie eine ganze Menge Leute. Bist du ja. Ich lass dich ausbluten. Meinst du ja? Ich glaube nicht, dass du mich ausbluten lässt. Sieht mir eher so aus, als würdet ihr relativ stark bluten. Ich werde dich finden und dann leg ich dich auf. So. Und tschüss. Machen wir mal hier fertig mit dem guten Herrn. Steh nun auf, mein Bruder. Ihr traut dem Mann doch nicht, oder? Mirabeau ist ein guter Mann, ein ehrlicher Mann. Mirabeau ist nur ein selbstherrlicher Trinker. Vergesst bloß nicht, wer hier der Großmeister ist, Lafreniere. Bringt dies schleunigst zu Großmeister de la Serre. Übergebt es ihm persönlich. Ja, Meister. Meister, wir haben ein Problem. Christoph hat unserem Feind Informationen gegeben. Ich fürchte, dass dieser Ort nicht länger geheim ist. Wir werden den Zeitplan beschleunigen. Sammelt die Männer. Wir greifen L'Hôtel de Beauvais heute an. Und was soll uns das jetzt alles sagen? Das ist ja die Frage, ne? Tschüss. Wir müssen mal hier weg. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie ich das jetzt machen soll, aber... Über die Dächer ist normalerweise immer ein guter Weg. Na komm. Stehen bleiben, Bürger! So. Nun gut.
Hier können wir auch dann direkt gleich mal noch unsere Sachen wieder vollpacken. Wunderbar. Da haben wir alles eingetütet, was es einzutüten gab. Das freut mich. Nein, ich möchte gern. Oh, ich würde doch gern. Bishop hier. Du schlägst dich gut bisher. Ich gebe dir einen kleinen Boost. Wir haben einen gewaltigen Durchbruch erzielt. Durch tiefgehende Datenanalyse erfuhren wir, dass der Weise, den wir suchen, ein Großmeister der Templer war. Derselbe Mann, den Arno verfolgt. Viel besser geht es ja gar nicht. So, alle Updates wurden installiert. Nutze sie sinnvoll. Wir hören uns. Ah ja. Meister Anon, Stangen, bla, abrollen, Schlösser knacken, bla bla bla. Ja, das heißt, Sequenz 5 ist jetzt fertig, ne? Wenn ich das richtig sehe. Das machen wir gleich. 11 Punkte haben wir. Nahkampfmeister. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Ist das jetzt ein Bart? Tatsächlich. Ah ne, den hast du schon die ganze Zeit. Ja toll, jetzt bin ich wieder sonst wo. Ich wollte doch noch einkaufen. Da drüben. Da. Ich überlege die ganze Zeit, für was ich meine Credo-Punkte benutzen soll. Ob ich die für mein Schwert benutzen soll, das ich momentan habe, um noch mehr Schaden zu machen. Oder für eins meiner Ausrüstungsteile. Oder vielleicht doch lieber für, keine Ahnung, meine Pistole? Ich meine 10.000 Credo-Punkte und das Ganze, was weiß ich wie oft, das wird eine Weile dauern. Bis wir das alles haben. So viel ist mal sicher. So, jetzt gucken wir mal in die Fähigkeiten rein. Ich meine 11 Punkte, damit werden wir uns schon was kaufen können, ne? Also, Stangenwaffen interessiert mich jetzt nicht so sehr. Gnadenstoß wäre... Braucht man für ein Achievement 8 Punkte, 4 Punkte für den Meister der Einhandwaffen. Den hätte ich ganz gerne, damit lassen sich dann nämlich auch schwere Schläge durchführen. Fernkampf, aber ich will noch was anderes, genau. Geldbeutel kann man immer noch machen. Ich hätte ganz gerne das doppelte Luftattentat für 4. Abrollen für 2, dann wären wir schon bei 10. Oder Schlösserknacken für 6. Die zwei Sachen hier. Das wäre schon hilfreich. So ist das nicht, ne? Abrollen ist natürlich auch sehr cool. Wir könnten jetzt auch mehr Gesundheit bekommen. Dickeres Fell. Okay, ne, also das Wichtigste ist jetzt auf jeden Fall erstmal das Doppel-Luftattentat. Das braucht man einfach so oft. Das ist jetzt essentiell. Jetzt haben wir noch 7 Punkte. Das ist genau einer zu wenig, um sich die zwei Sachen zu holen, die ich gerne hätte. Aber es würde reichen, um sich Schlossknacke-Geselle zu holen mit 6 Punkten. Oder eben den Nahkampfmeister. Ach, ich möchte gerne ein paar Missionen machen. Und falls mir da irgendwas über den Weg läuft, den Nahkampfmeister kann ich mir dann relativ schnell kaufen, aber Schlossknackergeselle ist schon doch gar nicht mal so unverkehrt. Ja. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Hab ich irgendwelche Boosts? Ja. Weil die Tante irgendwas von Boosts geredet hat. Luft-Doppel-Attentat. Ja, genau. Doppelattentat. Haben wir schon wieder 21.000 bei uns in der Truhe. Das ist doch schon mal sehr gut. Dann können wir uns dann vielleicht auch bald wieder eine neue Klamotte kaufen. Hier muss irgendwo eine Truhe stehen. Ah ja, nehmen wir gleich mal mit. Nehmen wir sie doch gleich mal mit, ne? Wie gesagt, bevor ich alles einsammeln kann, muss ich auf jeden Fall die Sequenz 9 erreichen. Denn ohne alles Schlösser knacken wird das nichts. Oh, das könnte... Oh komm, hör doch bitte auf, Arno. Hör auf. Schluss jetzt, rede. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Gute Nacht, Dian. Müssen wir schnell hier weg. Egal. Die Folge ist vorbei. Ja. Gehen wir unser Geld abholen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir dann mit der Sequenz 6 weitermachen. Ich bin, wie gesagt, noch nicht so schlüssig mit den Koop-Missionen. Mal schauen. Vielleicht mache ich sie in separaten Missionen, aber ich denke, es wäre ganz schön, jetzt erstmal ein bisschen in der Story voranzukommen.
die laufen uns ja nicht weg. Ganz im Gegenteil. Sie werden ja auch noch einfacher, umso später man sie macht. Auch wenn man dran denken muss, dass es eben da ja auch Sachen gibt, die man... Also es gibt ja die zusätzlichen Synchronisationspunkte, die man in den Leveln sammeln kann. Ah, guck mal, ich bin mittlerweile Level 5 oben. Das ist ja schön. Ne, das ist ja schön. Wunderbar. Dann wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.